badischen Land, etwas oberhalb von Offenburg, ist sein Zuhause. Das war nicht immer so. Als Manager reiste Karl-Heinz Binder früher viel herum. Jetzt genießt er mit seiner Frau Ingrid den Unruhestand. Sie sind im Badischen heimisch geworden, oder? Wie fühlen Sie sich in diesem gottbegnadeten Land? Meine Frau und ich fühlen uns wunderbar. Wir haben ja viele Jahre in Hamburg gehabt. Und dann bekam ich ein Angebot zu einem großen Zeitschriftenverlag in Offenburg und München. Ja, aber man kann auch den Namen, einen großen Zeitschriftenverlag, in Offenburg gibt es eigentlich nur einen, ne? Ja gut, dann nennen wir den Namen, das ist Skoda, ne? Und ich konnte mir unter dem badischen Ländler eigentlich kaum etwas vorstellen. Wir sind auf Urlaubsreisen hier ab und zu vorbeigefahren, aber der Schwarzwald war für mich ja irgendwo vom Namen her fast bedrohlich. Durch einen Holländer Michel oder durch irgendwelche Märchen. Und als wir hierher kamen, haben wir uns vom ersten Augenblick sehr wohl gefühlt. Schön im Anfang, abgesehen von der Art und Weise, wie man hier badisch redet. Aber da haben wir uns sehr schnell hineingehört. Und dann hatten wir das große Glück, dieses wunderbare Grundstück hier wirklich außerhalb von Offenburg zu bekommen. Und dann war auch die Entscheidung gefallen, ob ich nach meiner Pensionierung oder ob wir nach meiner Pensionierung nun zurückgehen wollten in die Heimat meiner Frau oder ob wir hier bleiben wollten. Aber es ist hier so wunderbar. Und jedes Mal, wenn wir Besuch haben, so wie jetzt im Augenblick, sehen wir wirklich unsere Landschaft und unsere Wohnmöglichkeit mit den Augen des Besuches. Und dann merken wir immer erst wieder, wie schön wir es haben. Also wir sind glücklich hier. Wir kommen ja, wie wir heute Sie besuchen, aus der Heimat Ihrer Frau, nämlich aus Hamburg. Dort ist ja der Sitz vom Bibel TV. Und wir sind ganz gern nach Baden gefahren, weil Baden halt wirklich eine wunderschöne Landschaft ist. Und wie kommen Sie mit den Menschen hier zurecht? Wir kommen sehr gut mit den Menschen hier zurecht. Die muss man natürlich allmählich erobern, weil Leute, die von auswärts kommen, sind zuerst mal Zugereiste. Und dann entwickeln sich allmählich Freundschaften, die aber dann auch von Haltbarkeit, von Dauer sind. Und wir haben von Anfang an die Kommunikation mit sämtlichen Leuten im Dorf gepflegt. Wir haben alle Leute gegrüßt, ob wir sie nun kannten oder nicht. Und die Tatsache, dass wir in unserem Garten selber tätig waren und nun nicht einen Luxusgärtner geholt haben, hat uns viele Sympathien eingetragen. Und auf die Art und Weise ist ja wirklich herzliche Freundschaft entstanden. Und das nicht nur zwischen den Einwohnern, sondern auch innerhalb unserer Arbeit für die Landeskirche in Gengenbach und hier in Ohlsbach, sondern wir haben ein genauso herzliches Verhältnis zur katholischen Kirchengemeinde und zu sämtlichen Katholiken. Wollte ich Sie ja gerade fragen, als Sie hierher gezogen sind, war das ja noch ein bisschen strenger mit den Konfessionen. Das ist ja eigentlich eine katholische Gegend hier, ne? Probleme damit? Nein, es hat sich nach 1945 durch die, ich würde nur sagen, Zuwanderung aus den Ostgebieten Deutschlands, hat sich hier sehr, sehr viel geändert. Und die Zahl oder die prozentuale Anteiligkeit von Evangelischen hat sich erheblich erhöht. Und als die Badener, die katholischen Badener, notierten, dass wir genauso liebe Menschen sind wie die Katholiken selber, es gibt keine Ressentiments oder keine Animositäten mehr zwischen den Katholischen und den... Man kann also sagen, so hier an der Basis, wenn man so will, ist die Ökumene viel weiter als manchmal oben bei diesen Bischöfen oder anderen Hierarchen. Aber ja. Sehr schön, dass hier auch also zwischen den Konfessionen zusammengearbeitet. Aber wir wollen ja andere Stationen noch beleuchten. Sie sind kein Badener, man hört es an der Sprache, Sie haben es ja erwähnt. Sie sind aber auch kein Hamburger. Wo kommen Sie denn genau her? Oder irgendwo müssen Sie ja herkommen. Wo kommen Sie her? Geboren bin ich im Erzgebirge, in Olbernhau. Südlich von Chemnitz. Eine Gegend, in der sehr viel Bibel-TV gesehen wird. Ja? Ja. Und mein Vater ging 1940 in die Stadt des KDF-Wagens, in das heutige
Wolfsburg. KDF, das wissen viele nicht mehr, Kraft durch Freude. Das war, und wir zogen dann als Familie mit, sodass ich meine zweite Kindheit, möchte ich mal sagen, von 10 Jahren an in Wolfsburg zugebracht habe. Und als ich 18 Jahre alt war, bin ich dann nach meiner Kaufmannsgehilfenprüfung allmählich nach Hamburg gegangen. Erste Kontakte mit meinem Chef in Hamburg, das war eine Filialbetriebs GmbH in Niedersachsen und in Hamburg. Und der hat mich dann, als ich 19 Jahre alt war, hat er mich nach Hamburg geholt. Und dann habe ich angefangen, Hamburg zu lieben. Hamburg ist eine bezaubernde, faszinierende Stadt, in der ich mich selbst als Nicht-Hamburger auch sehr wohl fühle. Aber mein Herz gehört ein bisschen mehr hier ins Badische inzwischen. In den Süden. Das Herz meiner Frau gehört allerdings immer noch zu einem erheblichen Teil Hamburg. Aber wenn ich recht orientiert bin, war auch etwas Bayerisches in Ihrer Familie. Sie sprechen weder Sächsisch noch Bayerisch, aber es war ein bayerischer Ursprung, ne? Ja, mein Vater ist Bayer und ging dann beruflich nach Chemnitz. Und er ist aufgewachsen in Holzkirchen. Holzkirchen und Miesbach, zwei benachbarte Orte, lebten in Wirtshausfehde miteinander seit undenklichen Zeiten. Und mein Vater konnte sich kein Wochenende vorstellen ohne eine zünftige Wirtshausschlägerei. Mal in Holzkirchen und mal in Miesbach. Und dann ging er in Chemnitz zum ersten Mal zum Tanzen, im ordentlichen Anzug, aber in der Tasche seinen Hirschfänger. Und dann kam ihm irgendein sächsischer Jüngling schief und dann hat er seinen Hirschfänger gezogen und hat gesagt, kommt her, ich stech die nieder. Daraufhin rief einer die Polizei an, die Polizei hat meinen Vater verhaftet. Meine Mutter hat dann gesagt, den muss ich im Auge behalten, der hat Zivilcourage, ist überhaupt ein interessanter Mensch. Und dadurch kam es dann zur Ehe und zum Karl-Heinz Binder. Das ist, und dann, als Sie 10 Jahre alt waren, ist Ihr Vater nach Wolfsburg. Ja. Hieß das wirklich offiziell Stadt des KDF? Oder? Ja, die Stadt war eine nationalsozialistische Gründung, gebaut wie das Volkswagenwerk auch auf der grünen Wiese. Und die Stadt ist bewusst gebaut worden, das sage ich nur, ich erwähne das nur, als Markierung, was mit dieser Stadt des KDF-Wagens los war, ist bewusst gebaut worden als eine der ersten nationalsozialistischen Städte ohne Kirchen. Ohne Kirchen? Ohne Kirchen. Es gab ein paar kleine Dorfkirchen ringsumher, aber ohne Kirchen. Und entsprechend war natürlich auch in Wolfsburg die Stärke der nationalsozialistischen Partei. Wir haben überall Funktionäre gehabt, die an leitender und führender Stellung im Volkswagenwerk saßen, im heutigen Volkswagenwerk. Aber ich bin damals aufgewachsen unter dem nationalsozialistischen Ideengut. Und ähnlich nur zwischendurch, es gibt ja noch eine andere Stadt, in der man versucht hat, ohne Kirchen diese Stadt zu gründen, nämlich Eisenhüttenstadt in der DDR. Auch da wollte man auf Kirchen verzichten. Ja. Aber es ist nicht durchgehalten. Hm. Waren Sie denn christlich aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus? Nein, ganz und gar nicht. Bei uns zu Hause gab es eine Bibel, die diente dazu, einmal im Jahr abgestaubt zu werden und das war es dann. Es wurde nicht drin gelesen, auf Weihnachten nicht? Ich habe mich auch nicht konfirmieren lassen, ich habe mich verweigert. Und dann war ich bereits in meiner Ausbildung als kaufmännischer Angestellter. Dann kam ich einen Abend nach Hause und dann sagte meine Mutter, ich habe dich heute auf dem evangelischen Gemeindebüro zum Nachkonfirmandenunterricht angemeldet. Und ich habe meiner Mutter aber wirklich lautstark versucht zu erklären, dass mit 14 Jahren ein gestandener Deutscher religionsmündig wird und dass das bitte meine Angelegenheit sei. Und sie hat gesagt, gut, du musst nicht hingehen, aber abmelden, das tue ich nicht. Das machst du bitte selber. Und dazu war ich wieder zu feige. Und auf die Art und Weise bin ich dann Nachkonfirmand geworden. Und das war der Beginn meines Weges zum Christsein. Aber es war noch nicht richtig entwickelt. Aber Sie haben schon eine Menge auch vom Christentum gelernt, auch schon in der Bibel gelesen?
Ich habe dreimal im Laufe meines Lebens, als ich noch nicht gestandener Christ war, versucht, die Bibel zu lesen und habe kapituliert. Ich habe die Bibel fälschlicherweise gelesen, wie man ein Buch liest, von der Seite 1 an fortlaufend. Das kann ich verstehen. Und habe erst später begriffen, nachdem Christen mir gesagt haben, du musst die nicht so lesen wie ein normales Buch. Du bist ein Intellektueller, hat er mir damals noch gesagt, fang mit dem Johannesevangelium an. Und dann schlag im Alten Testament alle Bezugsstellen nach, wo irgendwelche Dinge erwähnt sind aus der Geschichte des Volkes Israel. Das hat mir dann sehr geholfen. Aber ich bin dreimal gescheitert an dieser Bibel, weil ich nicht fertig wurde mit ihr. Wie lesen Sie heute Bibel? Sie lesen ja permanent in der Bibel oder ständig in der Bibel. Wie lesen Sie heute Bibel? Also ich habe mir aus disziplinarischen Maßnahmen vor 15 oder 16 Jahren eine Jahresbibel gekauft. Die zwingt mich zum Ersten jeden Tag mein Bibelpensum zu lesen. Ich fühle mich da nicht unter Druck, aber es ist eine Mahnung. Ich lese vorwiegend das Alte Testament und das Neue Testament. Die Psalmen lese ich manchmal diagonal. Aber meine Frau und ich sitzen jeden Morgen gemeinsam drüben im Arbeitszimmer und wir lesen dann die Herrnhuter Losung. Und zwar nicht die Losung allein, sondern wir lesen das gesamte Umfeld um die Losungen herum, weil die Hintergründe manchmal wichtig sind für einzelne Worte, die dort geschrieben sind. Und auf die Art und Weise haben wir jeden Morgen gemeinsam unsere stille Zeit und hinterher beten wir auch. Sie gingen dann als Kaufmann von Wolfsburg nach Hamburg, haben dort zunächst, glaube ich, beim Lebensmittelgroßhandel oder einer Ladenkette gearbeitet und sind dann in eine Zigarettenfabrik gegangen, nämlich zur Firma Remsmar. Aber völlig unberührt auch von christlichem Glauben und christlichem Gedankengut, kann man das so sagen? Also es gab in Hamburg Kontakte. Wir gehörten zu einer Kirchengemeinde im Vorort von Hamburg in Wedel. Und der Pastor dort war ein ganz gestandener, überzeugter und bekennender Christ. Der hat uns vieles vermittelt, aber seltsamerweise ist bei mir nichts hängen geblieben. Ich habe das gehört, ich habe es registriert, aber es hat bei mir keine Wirkung gezeigt. Dieser Pastor hat in unsere Gemeinde alle Christen, die Rang und Namen hatten, geholt. Und die haben dort Erweckungsvorträge gehalten. Auch das ist an mir vorbeigegangen. Was waren das? Erinnern sich noch an Namen, von denen die Rang und Namen hatten? Das war der Wolfgang Dück. Es war der Busch, der Evangelist Busch. Der große Evangelist Wilhelm Busch, ja. 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 Sie haben damals sicher auch verfolgt die Kampagne von Billy Graham hier in Deutschland. Ja, wir waren bei Billy Graham in Hamburg bei dieser großen Veranstaltung. Ja. Und bei mir hat das zwar Gedächtnisinhalte gebildet, aber es hat keine nachhaltigen Wirkungen ausgelöst. War Christentum für Sie eine intellektuelle Beschäftigung oder sowas? Ja, es ging mehr in den Kopf, aber es ging nicht hinein ins Herz. Ja. Ich habe erst sehr viel später verstanden, warum. Darauf kann ich vielleicht noch zu sprechen kommen. Und dann war ein Freund, der in Hannover eine Firma hatte, und der bestellte für mich ein Abonnement dieser Zeitschrift Geschäftsmann und Christ von der Internationalen Vereinigung Christlicher Geschäftsmann. IVCG. IVCG, ja. Und dann besuchte er uns auf einer Reise und fragte, wie ich die Hefte fände. Ich sagte, die sind gut. Und er hat mir gesagt, möchtest du nicht mal zu einem Bankett gehen? Und Bankett ist so typisch schweizerisch. Und ich habe gesagt, also bei einem Bankett musst du auf meine Anwesenheit verzichten. Bei Bankett denke ich an Heinrich den VIII, an seine großen Freskelage. Und dann hat er etwas sehr Geschicktes gesagt und hat gesagt, ich argumentiere gar nicht mit dir. Fahr mal hin, hör dir das an, sieh dir das an. Und finanziell könnt ihr es euch ja wohl hoffentlich leisten, oder? Sie waren damals schon bei der Firma Remsmar. Ja, damals war ich also inzwischen schon bei der Firma Burda. Also. Und dann sind wir hingefahren
Und der erste Vortrag, den ich hörte, das war der von einem gestandenen Manager. Der hieß Erfolg und was dann? Fragezeichen. Und ich habe von meiner Mutter habe ich die sächsische Redseligkeit geerbt. Ich hoffe, dass sich das hier nicht auswirkt. Sonst müssen Sie mich unterbrechen. Nein, das ist. Und als wir nach Hause gefahren sind nach dieser Veranstaltung, 105 Kilometer genau, stieg ich hier vom Haus aus meinem Auto und meine Frau sagte, was ist mit dir los? Und ich fragte, warum? Die ganze Fahrt über stumm gewesen. Ja, und da hat sie gesagt, du hast auf dem gesamten Zurückweg nicht ein einziges Wort gesprochen. Das ist natürlich für mich ungewöhnlich. Bist du krank? Und dann habe ich nur einen einzigen Satz wirklich zwischen den Zähnen hervorgeknirscht. Ich habe gesagt, der Hund hat mich mittschiffs getroffen. Das war einer der Ansätze zu meiner Nachdenklichkeit. Und an meinem 45. Geburtstag hat mir einer eine Laudatio in der Firma gehalten und hat gesagt, 45, 40 war der Scheitelpunkt, 40 und 40 sind 80, viel älter werden wenige. 45 ist im Grunde genommen der Scheitelpunkt, an dem man bestimmte Erkenntnisse haben sollte, spätestens dann. Und seid ihr darüber klar, ab 45 geht es bergab. Physisch und hoffentlich in allen anderen Beziehungen noch nicht. War ja eine sehr ermunternde Rede. Ne? Ja, aber die hat gesessen bei mir. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, reicht es denn, erfolgreich zu sein? Ich verdiente sehr gut. Ich hatte eine attraktive Sekretärin, ich hatte ein tolles Dienstauto, alles, wovon so junge Manager träumen. Das heißt, Sie waren im Management des Hauses Burda und einer der Macher. Ich hatte realisiert dort, dieses ja. Hauses, ja. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, kann das denn alles sein? Und dann stellte sich für mich die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und das war das eins der schwierigsten Kapitel überhaupt. War das schlagartig oder war das ein Prozess? Das war ein Prozess, aber schlagartig ausgelöst. Und es war deshalb eine schwierige Zeit. Ich bin einer, der gerne anderen Menschen Fragen stellt. Und ich habe alle Leute, die ich kannte, befragt. Theologen, Philosophen, Manager. Können Sie mir erzählen, was der Sinn meines Lebens ist? Und dann habe ich ja, es war furchtbar. Nicht ein einziger von denen war in der Lage, verstehbare Auskünfte darüber zu geben, was der Sinn des Lebens ist. Und dann war an einem Sonntag im Radio eine Diskussion mit einem Philosophen. Der Interviewer und der Philosoph, die stießen fast mit dem Scheitel an die Sterne, so hoch war das. Und dann fragte plötzlich der Interviewer, oder er stellte meine Frage, könnten Sie als Philosoph mal definieren, was der Sinn des Daseins ist? Und dann war Pause und ich habe schon gedacht, die Sendung wäre durch eine atmosphärische Störung plötzlich unterbrochen worden. Und dann hat er gesagt, darf ich die Frage noch einmal wiederholen? Was würden Sie als Philosoph auf die Frage antworten, was ist der Sinn des menschlichen Lebens? Und dann hat der Philosoph gesagt, ja, bevor wir die Frage nach dem Sinn uns stellen dürfen, müssen wir zum ersten Mal klären, was Leben unter philosophischen Aspekten überhaupt bedeutet. Und dann war ja das Problem los. Und ich habe gedacht, du musst doch Antwort finden auf die Frage nach dem Sinn deines Lebens. Und das war die große Suche. Und Sie haben sie dann gefunden im Evangelium bei Jesus Christus? Ja. Wir sind dann zu Seminaren und zu Tagungen gefahren. Wir haben dann mit einem anderen Ehepaar hier in Offenburg eine IVCG-Gruppe gegründet. Meine Frau und ich haben sie geleitet. Wir haben uns intensiv mit dem Christsein beschäftigt. Ich habe Christsein in meine Jahresplanung hineingenommen als Manager. Ich habe jedes Jahr einen beruflichen und einen privaten Jahresplan aufgestellt. Und neulich habe ich aus diesem Jahr die Liste wiedergefunden. Und da stand, wie integriere ich Gott in mein Berufsleben? Ich glaube, als Gott das gelesen hat über die Schulter von mir, hat er gelacht. Und hat gedacht, die Frage ist verkehrt umgestellt, mein lieber Karl-Heinz Binder.
Frau Binder, wir sitzen hier in Ihrem schönen Garten oberhalb von Offenburg am Schwarzwaldhang. Ihr Mann hat in einem Interview viel aus seinem Leben erzählt, hat aber, was bei Managern gar nicht so üblich ist, fast nie von ich geredet, sondern immer von wir und meine Frau und ich. Welche Rolle spielen Sie im Leben Ihres Mannes? Ich glaube, die gleiche, die er in meinem Leben spielt. Wir sind seit dem 16., 17. Lebensjahr kennen wir uns. Und wie ich jetzt aus meinem Tagebuch ersehen habe, habe ich mir mit 16 Jahren schon von Christus gewünscht, diesen Mann als Ehemann zu haben. Und das ist, ja, dieses Gebet ist so erhört worden, dass ich also nur noch heute glücklich bin und wir uns sehr ergänzen. In jeder Beziehung. Also ich glaube auch, dass ich ihm eine gewisse Ruhe verschafft habe für seinen Beruf. Was heißt ergänzen? Ergänzen heißt, dass wir anerkennen gegenseitig, was der eine besser kann und der andere. Und das auch einsetzen, auch jetzt im Alter noch in unserer Arbeit für Jesus Christus. Also jetzt ist mein Mann nicht mehr im Beruf, aber er hilft mir in meinen Kreisen, die ich habe. Und sei es Dienste, indem er Leute fährt. Von Ortenberg hier rüber, von Offenburg hier rüber. Das heißt, Sie sind beide noch in der Gemeinde aktiv? Ja. Ja. Machen viele Dinge? Ja, und ich habe noch zwei zusammen Kreise. Oder jeder für sich? Nein, die Kreise habe ich. Mein Mann ist noch als Lektor tätig und als... Und als Fahrer, haben wir eben gehört. Ja, das ist dann aber für meinen Kreis. Ne? Ja. Da ist er dann immer dabei und was alles Technische ist. Und, denn da das ein Kreis ist mit sehr viel Älteren, sind auch viele Behinderte dabei. Also mit Krücken und so und da... Fährt er von Offenburg die Leute, holt sie her oder von Gengenbach? Ihr Mann hat einmal erzählt, ich versuche es ganz in verkürzter Form, er war unterwegs, wie oft, auf Reisen. Sie waren zu Hause, hatten ihre pflegebedürftige Mutter zu pflegen. Und er hat für sie gebetet, dass Gott sie beschützen möge. Und einige Zeit später hat jemand anderes erzählt, dass genau zu dem Zeitpunkt er vor dem Haus einen Engel gesehen habe. Ist das ein gemeinsames Erlebnis? Natürlich ist das ein gemeinsames Erlebnis. Zweierlei, zu wissen, dass Gott wirklich unsere Not sah. Das ging ja darum, dass ich meine Mutter gepflegt habe und nie mit konnte. Mein Mann war dienstlich unterwegs, für die IVCG unterwegs und in diesem Falle ja in Hamburg. Und ja, das... Aber wir waren halt so miteinander verbunden, dass ich jetzt wusste, mein Mann hat für mich gebetet und Gott hat es erhört. Er hat unsere Situation gesehen. Dieser Schutzengel, hat der Sie Ihr Leben lang, auch Ihr gemeinsames Leben lang geführt? Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt war uns das nicht mit einem Schutzengel so wichtig. Aber in dieser Not hat, ich denke, dass mein Mann unruhig war in Hamburg und gesagt hat so, Gott schickt diesen Schutzengel da. Denn es ging darum, dass meine Mutter, so wie mein Vater, meinen Mann aus dem Haus ging, furchtbar geschrien hat immer. Und das hat mich natürlich unruhig gemacht und meinen Mann dann auch, nicht? Das ist ja etwas, eine solche Geschichte, die man als Intellektueller etwas manchmal von sich weist und sagt, das hat ja eigentlich mit dem Verstand nichts zu tun. Und wir sind doch Verstandesmenschen. Sind Sie in Ihrer Beziehung zu Gott beide Verstandesmenschen? Ja, wir sind aber eben dankbar und erfüllt und wir sehen mit offenen Augen, wo Gott hilft. Ist mir noch einmal passiert, da ist mein Mann rausgegangen aus dem Haus, ist weggefahren, hatte in der Schweiz zu tun und meine Mutter fing unten wieder an, furchtbar hohl zu schreien, Ingrid, Ingrid. Und ich war so fertig, dass ich mit dem Kopf gegen den Türpfosten gehauen habe und habe gesagt, Herr, ich kann nicht mehr, hilf mir. 5 Minuten später geht das Telefon. Es ruft ein Ehepaar, die wir lange Zeit nicht gesehen oder gehört hatten, ein Ehepaar Dick aus der Schweiz, riefen an und sagten, wir wollten nur fragen, wie können wir dir helfen? Ungewöhnlich am Telefon. Ich sage, ihr könnt mit mir beten. So und so ist die Situation. Und wir haben gebetet und meine Mutter wurde ruhiger und ich wusste, auch diesmal ist Gott da, hat gehört das. Dieses Ehepaar hat mir dann hinterher, als ich ihnen erzählt habe, worum es ging, gesagt, ja, wir haben ein Geschäftsmann und Christheft gelesen und haben an euch gedacht, haben den Artikel von Heinz gesehen und jetzt wollten wir es. Wir mussten aber eure Telefonnummer in der Schweiz erst aus der Auskunft holen. Also
bevor ich überhaupt geschrien habe, hatte Gott die schon in Bewegung gesetzt. Das war also für uns eine enorme Geschichte in der Zeit. Und aus dieser Zeit leben wir auch, wenn es jetzt manchmal im Alter ein bisschen schwerer wird. Also es hat viele Gespräche mit meiner Frau gegeben über dieses Thema Sinn des Lebens. Wie halten wir es mit unserem Christsein? Dass es nicht nur in der Lohnsteuerkarte oder in irgendwelchen Urkunden steht. Und wir sind natürlich auch im Gespräch gewesen durch unsere Zeit in Wedel, durch diesen Pastoren dort, der uns viel Denkmaterial mitgegeben hat. Und wir sind aber individuell, jeder für sich selber, sind wir allmählich gewachsen in der Erkenntnis und auf den Punkt zu, wo wir dann irgendwann gemerkt haben, es geht nicht um unsere Tüchtigkeit, es geht nicht um unsere Leistung, es geht nicht darum, Gott in unser Berufsleben oder in unser Leben zu integrieren, sondern es geht um die Frage nach diesem Jesus Christus. Wie halten wir es mit dem Sohn Gottes, mit Jesus Christus? Und wir sind jeder für sich mit seinen eigenen Gedanken. Und das ist auch heute noch so. Wir ergänzen uns in idealer Weise. Meine Frau sieht viele Dinge anders als ich. Meine Frau versteht manche Bibelstellen anders als ich. Aber das gehört zu einer guten Ehe, ja, dass man dann darüber redet und sich austauscht. Und ich lerne von meiner Frau eine ganze Menge. Wir sind auf Ergänzung angelegt, besonders in der Ehe. Und das empfinden wir mit großer Dankbarkeit, dass wir uns in idealer Weise ergänzen, von Jahr zu Jahr mehr. Sie sind mittlerweile über 50 Jahre verheiratet, ne? Ja, 55. 55. Und nochmal die Frage, bei Ihrer Christwerdung, bei dem Finden des Evangeliums, welche Rolle hat Ihre Frau da gespielt? Nur Gesprächspartner oder mehr? Nein, wir sind zu einer Tagung dieser IVCG nach Weggis in der Schweiz gefahren. Und da war ein irischer Pfarrer, der hervorragend, der war mit einer Schweizerin verheiratet und der spricht hervorragend Schweizerdeutsch und auch Hochdeutsch. Und der hat uns dort noch einmal klargemacht, worum es im Christsein oder im Christlichsein geht. Und wir hatten immer den Eindruck, da sind Leute versammelt, die haben etwas anderes, als wir es haben. Eigentlich passen wir gar nicht ganz zu denen. Vielleicht sind wir so eine Art Randsiedler. Und dann haben wir uns an einem Mittag oben in unserem Hotelzimmer überlegt, ob wir nicht einfach abreisen sollten. Und dann treffe ich diesen irischen Pastoren auf dem Flur und dann sagt er, Herr Binder, ich habe heute Nachmittag 2:30 für Sie und Ihre Frau bei mir einen Termin reserviert. Wir sollten uns einfach mal unterhalten. Und dann kam ich zurück und habe meiner Frau das gesagt. Und dann waren meine Frau und ich uns ganz einig in diesem Punkt, wenn wir da runtergehen, kommen wir aus dem Zimmer anders raus, als wir reingegangen sind. Und dann passierte etwas ganz Seltsames. Alles, was ich in meinem Leben jemals gelesen oder gehört hatte über das Evangelium von Jesus Christus, ob das Predigten waren, ob das Gespräche waren, ob das Bücher waren, das fügte sich plötzlich in meinem Kopf zusammen wie ein Mosaik. Und ich wusste in diesem Augenblick, worum es jetzt ging. Jetzt ist der Augenblick. Und bei meiner Frau ist es wohl ähnlich gewesen. Wir sind in dieses Zimmer gegangen. Es wurde kein Wort gewechselt, wir sind beide auf die Knie gegangen. Wir haben völlig unabhängig voneinander, jeder durch seine eigene Willenserklärung, unser Leben an Jesus Christus übereignet. Und dann hat der Pastor uns die Hände aufgelegt und hat uns gesegnet und dann standen wir wieder vor der Tür. Und ich bin dann stehen geblieben. Ich bin ja als Christ immer als Manager Realist gewesen. Und dann habe ich vorsichtig nach links und rechts geguckt, ob vielleicht eine weiße Taube auf meiner Schulter saß. Dann habe ich einen Self-Check gemacht. Hast du das Gefühl, dass du jetzt aus einer veränderten Materie bestehst? Auch nicht. Und dennoch, wir sind in diesem Augenblick Christen gewesen. Und dann kam die Abendveranstaltung und dann sagte dieser Pastor, und nun hat uns Karl-Heinz Binder eine wichtige Mitteilung zu machen. Und ich habe quer diagonal durch den Raum gerufen, nein. Und dann hat er wieder gesagt, doch. Und ich habe nochmal gesagt, nein.
Und dann ist er an seinem Thema fortgefahren. Und in mir hat es die ganze Zeit gearbeitet. Und nach seinem Themenschluss habe ich die Hand erhoben und habe gesagt, ich bitte ums Wort, ich habe eine Erklärung abzugeben. Und dann habe ich gesagt, dass meine Frau und ich heute unser Leben an Jesus Christus übereignet haben. Und hinterher habe ich diesen Pastoren gefragt, erstens, woher haben Sie gewusst, dass ich ein Bekenntnis ablegen musste? Na, er sagt, das habe ich gespürt. Ich habe es einfach gespürt. Ich sage, und woher wussten Sie oder warum musste ich ein Bekenntnis ablegen? Er hat gesagt, Sie sind ein Manager. Und Sie sind als Manager immer entschlussfreudig und Sie stehen zu Ihren Entscheidungen. Und Sie sind einer, der etwas ganz laut vor anderen bekannt haben muss, damit er nie wieder über die Linie zurückgehen kann, die er überschritten hat. Und dann habe ich gesagt, mein lieber Mann, Sie kennen mich aber. Hat diese Entscheidung Einfluss gehabt auf Ihr Leben als Manager? Waren Sie ein anderer, wenn Sie in das Hochhaus des von Burda gingen, danach als vorher? Ja, allerdings mit viel Schwierigkeiten verbunden. Sie können natürlich nicht hingehen und können Ihren Mitarbeitern sagen und Ihrem Chef, alle mal herhören, jetzt bin ich Christ. Da ernten Sie also nur Kopfschütteln. Und dann hat, das war sicherlich Gott, hat uns auf wunderbare Weise geholfen. Ein paar Tage später war in Baden-Baden die Jahreshauptversammlung des Verbandes Deutscher Zeitschriftengrossisten. Da waren Sie Vorstand oder? Ja, ich war Vertriebschef bei Burda. Ja, da musste ich dahin. Ah ja. Und da waren alle Zeitschriftengrossisten und alle Manager aus den Verlagen vorhanden oder vor Ort. Und wir haben einen Freund in Baden-Baden, der hat diese Zeitschrift von Geschäftsmann und Christ immer an die Hotels gegeben. Und in der Zeitschrift, die da gerade dran war, war meine Bekehrungsgeschichte drin. Ach, die haben Sie dann geschrieben? Ja. So. Und dann kommt am nächsten Morgen, als ich hinfahre nach Baden-Baden, kommt ein Vorstandsmitglied von Gruner und Jahr auf mich zu und sagt grinsend, oh, gestern Abend hatten wir Karl Heinzens Bibelstunde. Ich sage, wie bitte? Müssen Sie mir erklären. Dann hat er gesagt, ich fand da auf der Theke der Rezeption so ein Heft von dieser Zeitschrift und plötzlich ist da ein Foto vom Karl-Heinz Spindler drin mit der Bekehrungsgeschichte. Und dann habe ich das Heft mit runtergenommen in die Bar und dann haben wir mal ein Bier und einen Absatz. Und dann wurde dieser Mann, der sonst sehr, sehr kritisch ist, plötzlich nachdenklich und hat gesagt, ich kann mich in vielen mit dem, was Sie gesagt haben, identifizieren. Allerdings nicht in allem, aber vielleicht bin ich nicht so weit. Ich fand das toll. So, und da die alle den Artikel gelesen hatten, bin ich auf dieser Tagung überhaupt nicht zur Ruhe gekommen, sondern die einen haben versucht, mich aufzuspießen, die anderen wollten von mir Rechtfertigung haben, was denn eigentlich mit mir los sei. Und dann hatte sich das ganz schnell rumgesprochen. Und zwei Tage später ruft mich der Frieder Burda an, der mittlere der Burda-Söhne, und sagt, ich habe hier auf meinem Schreibtisch von diesen Geschäftsmann und Christleuten ein Heft, da stehen Sie drin. Ich sage, ich weiß es. Hat er gesagt, ich gratuliere, dazu gehört Mut. Also war es auch in der Firma rum. War das mehr Spott oder mehr Bewunderung? Und wenn es auch Spott war, war das nicht manchmal auch ein schlechtes Gewissen oder ein Versuch der anderen? Mensch, der hat's gepackt, ich möchte es auch. Also ich bin davon überzeugt, bei denen, wo ich den Eindruck hatte, es sei Spott, war es mehr Betroffenheit. Ja. Manager sind zur Nachdenklichkeit verpflichtet. Wir müssen ja nachdenken über die Zukunft unserer Produkte, über die Zukunft unserer Firma und damit über die Sicherheit unserer Mitarbeiter. Also müssen wir uns mit Dingen beschäftigen, die vor uns liegen. Und Manager denken auch ab und zu mal nach, wie es mit der Zukunft ihres eigenen Lebens ist. Nur, sie denken es dann nicht weiter, weil sie sagen, so wie ich. Ich bin jetzt so und so alt, ich habe noch ein ganzes Menschenleben oder ein halbes Menschenleben vor mir. Wenn ich dann später mal Zeit habe, dann werde ich darüber nachdenken. Nur die Zeit finden Sie nicht, wenn Sie sich die Zeit nicht nehmen.
Und wenn dann so etwas passiert, dass einer Christ geworden ist, entsteht bei denen, ja, ich würde mal sagen, Getroffenheit und auch Betroffenheit. Und eins habe ich gelernt, wenn sie fromm werden, jetzt fromm in Anführungsstrichen, frömmelnd, dann schalten die anderen ab. Dann kriegen sie eine Gänsehaut oder es fällt der große Balken runter, das große Brett. Gespräch beendet. Wenn sie Wörter benutzen, Ausdrücke benutzen, die für Christen völlig umgänglich sind, Erbsünde und was nicht alles, das dürfen sie den Randsiedlern und den Außenstehenden gegenüber nicht benutzen. Das verstehen sie nicht. Wenn die Buße hören, denken die sofort an Flensburg, an ihren Bußgeldkatalog, ja, oder so etwas. Sondern wir müssen als Christen, und das habe ich von Anfang an getan, wir müssen als Christen Übersetzungen für diese urchristlichen Ausdrücke finden. Und wenn sie ihr Christentum bekennen, auf fröhliche Art und Weise, mit einem Lächeln, dann akzeptieren die anderen das. Sie dürfen nur nicht verbiestert fromm werden. Und ich habe immer, wann es nötig war, dass ich etwas zu bekennen hatte, habe ich das mit Fröhlichkeit getan. Und es hat von diesem Tag an, ich habe viele Reden halten müssen in der Firma, von diesem Tag an hat es nicht eine einzige Rede bei mir gegeben, wo nicht an passender und manchmal an humorvoller Stelle eine Bibelstelle auftauchte. Und bei einer Veranstaltung mit unseren Frauen sagte unser Produktionsdirektor zu meiner Frau, wann kommt denn nun das Wort zum Sonntag, als ich eine Rede hielt. Man hat es von mir einfach erwartet. Ja, Sie gelten als ganz fröhlicher Mensch. Sie sind auch ein fröhlicher Mensch. Man erlebt Sie ja jetzt so, ein Mensch mit viel Humor und viel Lebensfreude. Hat das auch was zu tun mit dem Aufgehobensein in Jesus Christus? Also ich war schon immer ein fröhlicher Mensch. Ich habe immer gelacht. Nur es hat sich einiges verändert. Früher hat es bei mir auch viel Schadenfreude gegeben oder man hat dann irgendwo auch gelacht über Witze unterhalb der Gürtellinie. Mein Humor oder meine Freudigkeit spielt sich heute auf einer anderen Ebene ab. Und es gibt so etwas, das bezeichne ich als die Freudigkeit des Herzens. Ich glaube, das ist das, was Christen haben, was andere nicht besitzen. Die haben vielleicht Fröhlichkeit, aber die Freudigkeit des Herzens, die von innen herkommt, von der Gewissheit, dass wir einen großartigen Chef dort oben haben und dass wir unter Gottes Liebe und unter Gottes Gnade stehen, die kriegt man nur, wenn man wirklich gestandener Christ ist. Ich glaube, das schenkt Gott einfach. Das hat man nicht von Natur aus. Von dem Moment an, oder das war ja eine gewisse Entwicklung, sind dann die Entscheidungen anders ausgefallen als vorher? Teilweise. Ich war befreundet, er ist leider inzwischen gestorben, mit einem Manager von der Voestalpin in Österreich. Und als der Christ geworden war, da war er schon über 50, da hat er gesagt, du, von diesem Tag an habe ich nicht eine einzige Entscheidung getroffen, ohne nicht vorher meine Bürotür zuzumachen, die Hände zu falten und zu sagen, Gott, ich habe jetzt eine Entscheidung zu treffen. Entweder triffst du bitte die Entscheidung und lässt deinen Willen geschehen, oder du gibst mir die Weisheit, richtig zu entscheiden. Und wenn ich dennoch falsch entscheide, dann nimm es nicht übel, sondern bieg die Sache wieder gerade. Mhm. Das war auch ein fröhlicher Mensch. Und als er mir das erzählt hatte, war ich noch kein Christ. Und das habe ich mir dann angeeignet. Ich habe nicht eine einzige Entscheidung getroffen, ohne nicht vorher zu beten. Ich bin dann zu meiner Sekretärin gegangen, habe gesagt, die nächsten 10 Minuten keine Besuche, keine Telefonate. Meine Tür bleibt zu. Und dann habe ich mich im Anfang auf meinen Sessel gesetzt. Und später habe ich mich hinter meinem Schreibtisch niedergekniet, weil ich gesagt habe, Gott gegenüber ist das ja wohl die richtige Haltung. Und habe darum gebetet, dass Gott mir Weisheit schenkt. Und es sind manchmal Dinge passiert, wo ich hinterher fassungslos war, wie es dann hinterher gelaufen ist. Ich werde nie vergessen, ich habe in München einen ganz wichtigen Vortrag vor der gesamten Geschäftsleitung zu halten gehabt. Und
den hätte ich sonntags vorbereiten müssen. Und ich hatte aber dieses Sabbatgebot sehr ernst genommen. Dann habe ich am Sonntag nicht gearbeitet. Ich habe es auf die Seite gelegt und habe gesagt, Gott, mach irgendwas, dass ich morgen aber spontane Inspiration kriege, damit ich dort stehe und gut bin. Und dann fahre ich am nächsten Morgen hier in Offenburg zum Flugplatz, wo unsere Firmenmaschinen standen oder stehen. Und dann kommt der Pilot auf mich zu und sagt, der Flug nach München ist abgesagt. In München ist ein derartiger Nebel, wir können dort nicht landen. Die Sitzung ist auf morgen früh verschoben. Und ich bin in mein Büro gefahren und habe gesagt, danke, Chef im Himmel. Da hast du mal wieder was Tolles gemacht. Und dann habe ich einen ganzen Tag zur Vorbereitung gehabt. Ich erwähne das nur mal als ein Beispiel. Haben Sie im Büro auch eine Bibel gehabt und auch mal zwischendurch in der Bibel gelesen? Ich hatte von Anfang an eine, aber im Schreibtisch. Ich habe mich geniert. Und dann habe ich gesagt, Karl-Heinz Binder, du bist ein feiger Kerl. Und dann habe ich sie auf den Schreibtisch gelegt. Und ich hatte in meinem Büro immer ein Lesepult, weil ich gerne im Stehen gelesen habe. Dann habe ich sie aufs Lesepult gelegt. Und dann habe ich ab und zu auch in dieser Bibel gelesen und habe sie aufgeschlagen, auf dem Lesepult liegen lassen. Und habe mich immer wieder mit innerem Spaß daran gefreut, wenn Besucher kamen, die mit unserer Firma nichts zu tun hatten, die dann die Bibel auf dem Lesepult liegen sahen und gesagt haben, was ist denn das für ein dickes Buch? Und habe ich gesagt, das ist eine Bibel. Ja, lesen Sie da etwa drin? Ich sage, ja, jeden Tag. Sind Sie etwa Christ? Und habe ich gesagt, ja, hätte ich sonst eine Bibel dort liegen? Als Dekoration ist die wohl nicht geeignet. Und wissen Sie, wir sind ja nicht auf einen Schlag gestandene Christen, sondern es ist ja ein Wachstumsprozess, den wir allmählich absolvieren. Und ich finde es gut, dass Gott für uns Schritt für Schritt in dem Tempo geht, wie wir es mitvollziehen können, nicht auf einen Schlag. Ich habe von meiner Remsma-Zeit habe ich ja gequalmt wie ein Schlot. Und als ich Christ war, habe ich gesagt, also ich stelle fest, wenn ich eigentlich beten sollte, brenne ich mir immer eine Zigarette an, weil ich das als kreative Denkpause brauche. Mhm. Und dann habe ich versucht, ich habe eine Raucherentwöhnungs-, eine Literaturkur gemacht. Es hat nichts genützt, ich habe es nicht geschafft. Und irgendwann habe ich mich hinter meinem Schreibtisch niedergekniet und habe gesagt, Jesus, du siehst, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, weil das bei mir eine Ersatzhandlung ist. Keine würdige, aber ich tue es immer wieder. Wenn du willst, dass ich aufhöre zu rauchen, dann nimm mir es bitte jetzt weg. Und von dem Augenblick an habe ich nie wieder eine Zigarette angerührt. Zum Bedauern der Firma Remsma, bei der ich früher gewesen bin. Gibt es Entscheidungen in Ihrem Managerleben, die Sie bewusst als Christ getroffen haben und die Ihnen persönlich oder beruflich geschadet haben? Es gibt solche Entscheidungen. Die erste Entscheidung war, als mir mein Boss gesagt hat, ich möchte mit dem Herrn so und so nicht mehr arbeiten, machen Sie fertig. Und ich habe ihm gesagt, Doktor, Sie haben in diesem Haus mindestens 17 Manager, wenn ich richtig rechne, die genauso gut dazu in der Lage sind wie ich, aber mit einem Unterschied. Und dann hat er gesagt, und das wäre, dann habe ich gesagt, ich bin Christ. Und ich nehme das ernst, dass wir die Würde des Menschen, so wie es im Grundgesetz steht, unter allen Umständen wahren müssen. Ich mache diesen Mann nicht fertig. Ich bin bereit, ihn zu entlassen. Aber dann, dass er als aufrechten Ganges sein Büro verlassen kann. Mit einer guten Abfindung. Ja. Oder Sie nehmen anderen. Das war zum ersten Mal. Und dann hat er gesagt, ja, wieso? Und dann habe ich gesagt, weil ich Christ bin. Da hat er mir gesagt, wieso? Sie waren doch schon immer evangelisch. Dann haben wir ein langes Gespräch gehabt über den Unterschied zwischen christlich sein und Christ sein. Ja. Das war für ihn und für mich beide sehr lehrreich. Und dann hat es eine Krise in meinem Leben gegeben, wo ich bereit war, meinen Beruf aufzugeben. Aus moralischen Gründen. Aus moralischen Gründen. Christlichen Überzeugung. Ja. Und das liegt schon etliche Jahre zurück.
Und das haben meine Frau und ich, wir haben das Nächte durchgebetet. Und ich habe gesagt, kann ich das wagen? Darf ich mich in dieser Geschichte verweigern? Das ist eine Krise, die hat mich schlaflose Nächte gekostet. Aber sie war nicht zu meinem Nachteil, weil Gott lässt manche Dinge an uns nicht vorbeigehen, sondern da müssen wir mittendurch. Aber er gibt Zuversicht, er hilft. Und ich stelle immer wieder fest, gewachsen bin ich als Christ immer in Krisenzeiten. Nie, wenn es mir gut geht, dann gehe ich über zur Tagesordnung. Das ist so meine Mentalität. Aber wenn mir es richtig dreckig geht, dann gehe ich ins Gebet. Und der christliche Glaube und das Gebet hat in Krisenzeiten geholfen? Ja. In manchen Krisen ist es die einzige Möglichkeit, um überhaupt Haltung zu bewahren und in der Hoffnung und in der Zuversicht zu bleiben. Sie haben mal in Hamburg einen Vortrag gehalten, vor vielen Jahren, mit dem Titel »Ein erfolgreiches Leben«. Was ist das? Was ist das? Ja, da habe ich versucht klarzumachen, dass Erfolg eben wichtig ist für unsere Wirtschaft, auch für die Politik in allen Sparten. Unsere Welt existiert oder kann nicht existieren, wirtschaftlich, finanziell, kulturell, ohne dass es erfolgreiche Menschen gibt. Aber dass über den Erfolg hinaus es mehr Faktoren gibt. Ich habe versucht, als ich so viele Leute gefragt habe, was der Sinn des Lebens ist, habe ich mich irgendwann, als ich dann Christ geworden war, habe ich mich hingesetzt und habe mal formuliert, was würde ich denn antworten, wenn Leute mich fragen. Ausgelöst durch eine Serie in einem der größten deutschen Wirtschaftsmagazine, die an Prominente in Deutschland, und da tauchten viele, viele Namen, die uns weit bekannt sind, auf. Und dann stand, wie würden Sie den Sinn Ihres Lebens beschreiben? Haben die einen Fragebogen geschickt. Und dann haben die einen geantwortet, ja, Erfolg zu haben. Die anderen haben geschrieben, Spuren zu hinterlassen. Die Dritten haben geschrieben, ein Lebenswerk aufzubauen. Aber es waren alles Dokumente der Ratlosigkeit. Und das war der Anlass, warum ich mich dann hingesetzt habe. Und dann, es hat in den letzten Jahren nicht einen einzigen Vortrag gegeben, wo das nicht der Schluss meines Vortrages gewesen ist. Ich habe gesagt, alle Wissenschaftler sind sich einig, dass wir dreidimensionale Wesen sind, Körper, Seele und Geist. Zum Körperlichen gehört es ganz zweifellos, Erfolg zu haben, tüchtig zu sein, Geld zu verdienen, Vorräte zu schaffen, für Krisenzeiten die Märkte zu beackern und zu durchdenken in die Zukunft hinein. Natürlich ist es der Sinn des seelischen Lebens, Liebe zu üben, Gutes zu tun, human zu sein, ein für andere akzeptierbarer Mensch zu sein, kein Streithansel, sondern einer, der versöhnlich ist. Und auch das Schöne, die Kultur und das Schöne gehören dazu. Und im dritten Bereich, im geistlichen Bereich, den ich mal als transzendenten Bereich bezeichnen möchte, da stellt sich die Frage, wie halte ich es denn mit Gott, dem ich meine Existenz verdanke? Denn jeder von uns hat ja nun sein Leben nicht selber erzeugt, sondern er hat es von Gott geschenkt bekommen. Und dann habe ich hingeschrieben, Gottes Frage an jeden von uns ist, Karl-Heinz Binder, und ich sage dann immer, setzen Sie anstelle meines Namens Ihren ein. Karl-Heinz Binder, wie hältst du es denn mit meinem Liebesangebot, mit meinem Vergebungsangebot und mit meinem Versöhnungsangebot in der Gestalt meines Sohnes Jesus Christus? Und darauf möchte ich eine Antwort haben. Denn du bist sie mir schuldig, denn du bist meine Schöpfung. Und wenn Leute nur auf zwei dieser Sektoren versuchen, den Sinn ihres Lebens zu finden, dann sind sie und bleiben sie irgendwo amputierte Menschen. Und darunter leiden so unglaublich viele. Und so viele Manager suchen in der Tüchtigkeit und im Erfolg ihre Identität. Und sie finden sie nicht. Warum? Weil zur Identitätsfindung diese drei Sektoren gehören. Nur in unserer Gesamtheit sind wir identische Menschen. Und das habe ich versucht, ihnen klarzumachen.
Unter dem Aspekt dieser Gesamtheit kann man sagen, Sie haben ein erfolgreiches Leben gehabt. Ja, also da Sie sehen, ich antworte mit Verzögerung. Denn ich muss Erfolg für mich selber, Erfolg ist relativ. Ich habe gut verdient. Wir haben uns dieses Haus hier und dieses Grundstück irgendwann anschaffen können. Und ja gut, beruflich hatte ich Erfolg. Aber alles andere über meinen Beruf hinaus, Erfolg gibt es in der Arbeit für das Evangelium, gibt es den Begriff nicht. Und ich würde mich immer hüten zu sagen, da ist einer aber ein erfolgreicher Mensch, ein erfolgreicher Christ gewesen. Ich würde zum Beispiel als Christ auch jeden Orden und jede Ehrenzeichen ablehnen. Wenn dann einer käme und würde sagen, Sie haben das Bundesverdienstkreuz verdient, würde ich sagen, ob ich es verdient habe oder nicht, mag ich nicht beurteilen, aber ich nehme es nicht an. Ich habe auch immer versucht, wenn einer versucht hat, mir eine Laudatio zu halten, habe ich immer versucht, ihn aufs Normalmaß zurückzubringen. Herr Binder, unsere Zeit ist leider, leider, leider abgelaufen. Ich habe noch eine Frage. Gibt es ein Bibelwort, das gewissermaßen als Motto über Ihrem Leben steht? Ja, mein Konfirmationsspruch, den ich über Jahrzehnte lang nicht gewusst habe. Und meine Frau hat mich, als ich Christ geworden war, richtiger Christ, hat sie gesagt, weißt du, dass Gott deinen Konfirmationsspruch wahrgemacht hat? Und dann habe ich gesagt, wie heißt der denn? Ich wusste es nicht. Und das ist inzwischen mein wichtiges Wort geworden. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und das hat Gott zur Realität gemacht in meinem Leben. Ganz herzlichen Dank.